gewesen. Aber wir haben am Anfang mit einem Kinoplan vor Monaten schon aufgestellt. Und dann hat die Familie Schaff angerufen, ob wir da nicht irgendwie, jetzt haben wir irgendwie natürlich von der Zeit her, haben wir keine andere Gelegenheit gehabt zu kommen. Und aber auch die Fußgängerzone finde ich auch toll, finde jeden toll, der gekommen ist. Und der Film ist entstanden innerhalb von 4 Jahren, hat eine längere Zeit gebraucht, weil er natürlich auch, wenn du, das sind alles einmalige Sachen im Jahr, wenn es da ringt oder irgendwas ist, dann musst du wieder ein Jahr warten. Und das war der Punkt, warum wir 4 Jahre da gebraucht haben. Und gewisse Sachen sind alle, dann zu der Hochzeit, alle 4 Jahre, der Muffat in Tölz, alle 7 Jahre, das Ochsenrennen, alle 5 Jahre. Und das muss man halt zusammenbringen. Das heißt nicht, dass wir 4 Jahre jetzt jeden Tag gedreht haben, wir wieder Monate Pause gehabt, wieder aufs nächste gewartet und so. Also so ist das Ganze entstanden. Also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann bitte, dafür bin ich da. Tatsächlich, Hafenhofen war da noch nie ängstlich. Was war denn die Intention für den Film? Die Intention für den Film war, ich habe schon mal einen gemacht vor 8 Jahren und das war ein großer Erfolg, natürlich auch auf DVD. Also die ganzen Schlösser, die Chinesen und die Japaner haben sich dann auch gerissen, da sind ja über 260.000 DVDs verkauft worden. Und da haben sie mir gesagt, mach doch nicht wieder was. Da habe ich gesagt, nein, wo ich jetzt nicht und so. Fällt mir jetzt nichts ein, was ich anders machen sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, erste war hauptsächlich von oben. Und habe gesagt, jetzt nehme ich mal die Menschen rein und mache den Film völlig anders als den ersten. Und auch der kuriose Reigen vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und wir haben dann angefangen zu drehen. Ich habe das nicht bereut, weil wir waren zu viert, die den Film gemacht haben. Und wir haben eine riesenschöne Zeit gehabt. Das war mehr Hobby als Arbeit, muss ich sagen. Und die Leute, also die Bürgermeister in den Orten, wo wir halt waren, die haben sich gefreut, dass wir gekommen sind. Und es ist immer gut gegangen. Also es war, wir haben einen richtigen Spaß an dem Film gehabt. Es war nicht jetzt mit Stress verbunden oder wie auch immer. Und ich habe dann den Film, habe ich ja produziert selber. Ich habe keine Förderung beantragt. Also ich habe von keinem einen Cent genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte mal was machen, wo ich der alleinige Herr bin. Entweder gehe ich unter oder steige auf. Also das war die Intention. Und da habe ich gesagt, ich wollte immer im Leben einmal einen Film selber verleihen. Habe ich noch nicht gemacht. Und da haben wir mit 2 Leuten, haben wir das auch geschafft. Und die Christa Grimmi, die eigentlich die Kinos alle besorgt hat, hier war mal früher, Christa, da lass dich mal sagen. Und die Christa ist ja bei Konstantin, wie lange bist du jetzt in Rente? 7 Jahre. 7 Jahre ist in Rente und ich habe es jetzt wieder ausgepackt. Und die Christa kennt natürlich jeder Kinobesitzer in Bayern. Und das war auch so, und die hat wirklich hat das alleine gemacht. Also wir waren wirklich, also wir, die Christa, die Hanni und ich, so haben wir den ganzen Film auf die Beine gestellt und haben jetzt, der Film startet ja übermorgen und haben jetzt, habe ich gerade erfahren, läuft in 103 bayerischen Kinos. Und ja, was ich ganz vergessen habe, hat euch überhaupt gefallen. Ja. Ja, ist der Herr Schaff. Ja, da ist er. Der Herr wollte wissen, der hat ja noch gar nicht gesehen gehabt, ist ja die Reaktion, wie die ist. Ja, also, du hörst das? Ja, okay. Also, okay. Nein, und wenn ihr euch gefallen hat, erzählt es das weiter. Pfaffenhofen, vertraue ich, muss ich sagen. Ihr habt ein super Kino, ich war. Bei Herbstmilch oder was war ich. Und da war das ja noch ganz anders. Und jetzt ist das wirklich ein grandioses Kino. Ich bin da reingegangen und das habe ich nicht gewusst, gar nicht mehr erkannt. Also ganz, ganz toll. Und sowas von sauber findet man selten ins Kino. Also das sind gute Kinobetreiber. Ja, hat noch jemand irgendwelche Fragen? Dann habe ich nur einen dabei. Wo ist er denn da vorne? Der Ingo. Also wir waren ja zu viert und wir sind auf Reisen, wir sind 3 Wochen auf Reisen, jeden Tag, Samstag, Sonntag, in 56 Kinos, besuchen wir in Bayern, um den Film voranzutreiben. Und der Ingo, der auch beim Drehen mitgewirkt hat, der fährt mit mir, wir 2, wir haben einen riesen Gaudi im Auto. Ich habe euch draußen, es gibt so kleine Plakate. Wir fahren dann gleich, ich möchte nicht spät kommen, weil ich bin ein pünktlicher Mensch, wir fahren dann anschließend nach Mons auch.
Und das sind so kleine Plakate, schöne, wie die unsere Filmplakate sind, aber in klein. Ich habe alle unterschrieben, da kennt ihr euch alle ans Mittelmeer, wer ins will. Also wir können es zwingen, nicht, um Gottes Willen. Die Wohnzacher werden natürlich sagen. Was? Die Wohnzacher werden natürlich sagen, die Hopfenkönigin wird in Wolzach gekrönt und nicht in Siegenburg. Ja, das stimmt nicht. Folgendes, das stimmt nicht. Wir waren letztes Jahr in Siegenburg, wo die Weltmeisterschaften des Hopfenzupfens waren. Ja. Ingo, stimmt's? Genau, das war Siegenburg, nicht Wolzach. Die Weltmeisterschaften sind in Siegenburg, die waren. Genau, richtig. Okay. Genau. Aber die Hopfenkönigin wird schon über zig Jahre in Wolzach. In Wolzach. Aber wir haben ja da eine ganze Reihe Hopfenkönigin dabei gehabt, die wird schon dabei sein, schätze ich. Also, das ist nicht so tragisch. Nein, ich habe ja zum Beispiel Hallertau Hopfenzupfen. Beim letzten 5 oder 8 Jahren ging das nicht, weil der Film im Juni schon gestartet ist und im Herbst ja erst das Hopfenzupfen beginnt. Und da war ich ja auch, war in Abensberg. Und da habe ich furchtbar geschimpft gekriegt, weil ich die Hopfenzupfen nicht dabei gehabt habe. Dann habe ich gesagt, damals vor 8 Jahren, sollte ich wieder mal einen Film drehen, dann kommt es ja dran. Und jetzt sind sie richtig gut drinnen und vertreten. Mehr kann man nicht, man muss immer aufpassen. Wir haben 25 Stunden Filmmaterial gehabt. Und da muss man schauen, wie passt das zusammen. Und da haben wir noch wunderbare andere Sachen, aber das geht halt nicht. Aber ihr müsst fleißig ins Kino gehen, weil die Leute sagen, das war der letzte Film über Bayern, den ich gemacht habe. Für mich ist jetzt der Schluss, was Bayern betrifft. Wir waren die Zusammenarbeit mit der Frau Gruber. Das habe ich nicht. Ja, freilich. Jetzt muss ich mal was fragen. Ihr kennt Herbert Rosendorfer, Briefe in die chinesische Vergangenheit. Wahrscheinlich. Also, er schafft. Das wird nämlich mein nächster Film. Super! Ja. Und in jedem, wir waren jetzt schon in 9 Kinos, und da haben die mich gefragt, ich habe das jetzt vorgegriffen, weil die haben mich gefragt, was ich als nächstes mache. Und dann wollte ich jetzt wissen, das war jetzt in jedem Kino, weil ich sehe, wie viele Leute das kennen. Ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gekannt, das Buch. Ich habe es jetzt 3-mal gelesen, wir wollen, das ist eine chinesisch-deutsche Koproduktion, und wir fahren jetzt im Dezember nach China, und zwar ist der Rosendorfer Roman, ihr wisst es ja, der chinesische Kaiser, 1000 Jahre, wo er sein Mandarin nach München schickt. Es ist ja im Roman so beschrieben, er landet in München, der Zeitschaltuhr, da wissen wir nicht, wie das funktioniert und so. Und das ist eine ganz große Nummer, ist das. Ein ganz großer Film. Hoffe, dass das so wird. Man weiß ja nie, ob man das schafft. Man kann nie sagen, ich schaffe den Film, der wäre gut. Weiß ich nicht. Also so ehrlich bin ich zu mir selber, dass immer ein bisschen die Hosen voll habe, wenn so eine Kinostadt voransteht und so. Aber wir haben jetzt, ich habe ja gesagt, so gut lernen können die Leute gar nicht. Das klatscht und sonst gefällt ihr, ne? Weil ich kenne es dann die Gesichter und sie sind alle zufrieden. Ja. Ja, eine Frage war irgendwo. Mit der Frau Gruber, wie kam es zu der Zusammenarbeit und ja, wie sind die Texte? Ich kenne schon lange. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Monika, wir haben gar nicht gewusst, da hat es ja kein Drehbuch nicht gegeben in dem Sinn. Es hat schon Ideen immer gegeben und wir haben ganz spontan haben wir immer gehandelt. Zum Beispiel beim Schönheitschirurgen. Das war vorher nicht geplant. Dann waren wir da oben im ersten Stock bei dem. Dann habe ich gesagt, Monika, was ist das? Dann ziehst du aus. Hat die Monika gesagt, ja, muss das sein. Ja, wenn es meinst, aber dann dürfen meine Eltern, mein Großvater, die erfahren den Film nicht sehen. Und die Monika hat jetzt auch kein großes Problem gehabt und hat das gemacht. Ich habe gesagt, Monika, also ich hätte dann auch gesagt, wenn es keine gute Figur, zieh die wieder wo. Aber, ja, so ist es. Man muss ja ehrlich sein, man kann ja ihr dann nicht was antun, was nicht gut ist. Und, aber das war kein Problem. Und die Zusammenarbeit dann mit dem Ochsenring und so, ist alles im Laufe der Zeit entstanden, weil wir nicht wussten, können wir das Ochsenring drehen oder nicht. Und das Schöne war das, ich habe vor 6 Wochen sowas, habe ich ein E-Mail bekommen. Und das hat da geschrieben, im Bayerisch, E-Mail, passt auf, liebe Leute, ich bin der Michael Patrisch. Ich bin nämlich der mit meinem Ochsen Bazigura hat, könnte ich in die Premiere kommen. Ich habe den ja gar nicht kennt, weil die hat man nicht, also das war der mit Bazigura hat, der hat sich gemeldet, der hat den Trailer gesehen in Wolfenshausen und hat sich dann bei uns gemeldet und so. Und der kam, das war der Einzige, der richtig in Tracht, so ein richtiger Münziger, Stamberger Kerl, wie man schon auf den Ochsen reiten konnte, das war so ein Kerl war das. Also das sind alles dann, da gibt es natürlich viele, viele Sachen, wo ihr euch jetzt stundenlang unterhalten könnt. Aber jetzt muss ich dann gehen.
und dass ich rechtzeitig dran bin. Und wie gesagt, hat da jemand eine Frage? Bei jeder Frage ist es eigentlich die moderne Technik, also die Luftaufnahme. Ja, auf der Welt gucken wir mal die 7 Bezirke von Bayern, die waren 2/3 von der ganzen Welt. Also das war mehr oder weniger genauso als Ochsenrennen, wo wir gesagt haben, Ochsenrennen kennt kein Mensch auf der Welt. Das kennen sie ja nicht einmal in München. Und dann hat man gesagt, okay, Ochsenrennen macht man eine Weltübertragung. Preisding, ganzen Satelliten an denen und so. Und dann in dem großen neuen Ding von der Bavaria, in dem Übertragungswagen, das war hinten war ein Chinese, das waren alles echte. Ein Chinese, ein Araber, eine Russin, eine Perserin und eine Engländerin. Und den Chinesen, ich habe die alle nicht gekannt, die sind spontan gekommen, die haben wir irgendwo auftreten, weiß ich nicht wo. Und dann habe ich den Erin wollen, dass er einmal sagt, Münzing. Münzing, dass man weiß, aha, der überträgt jetzt Münzing nach China. Und bis der das Münzing geredet hat, ein bisschen hat man es gehört, wenn es aufpasst hat, das hat stundenlang gedauert, bis der Münzing rein hat können. Und der zweite, der Araber, mit dem bin ich mal mit dem Taxi gefahren, den habe ich gar nicht gekannt. Und habe gemerkt, das ist, der spricht Arabisch, habe gesagt, den brauche ich eigentlich bei der Szene. Und dann haben wir einen Zettel gebraucht, den habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ich habe im Datum, Uhrzeit, alles aufgeschrieben.